Ich bin in Hannover bei Huslack. Schaffen wir das bis dahin? Kriegen wir hin. Leute, es wird echt eine Herausforderung, das Ding in ein paar Tagen fertig zu lackieren. Groß! Ja. Ich mach dieses nicht mal getrocknet und doch schon die Seite gefluckt. Genau. Was stimmt nicht mit dir, Bro? Ja. Ich dachte, du rufst mich. Ich dachte, ich mach das schon. Und wir sind wieder zurückgekommen und hat das schon gefüllt hier. Ich will dabei sein, wenn du lackierst. Auf jeden Fall, da kannst du mit rein. Echt? Und auch filmen. Ganz sicher? Ja. Warum glaube ich dir nicht, wenn du das sagst? Wieder hart am Wirken. Guten Morgen, Leute. Was für ein Laut. Sind wir Freunde? Erstmal Bestechung. Guten Morgen! Guck mal, was der schon alles gemacht hat hier, ja? Geht's dir gut? Ja, probiert. Auch gut. What's your name? Mohammed. Jak to swoje leben? Mohammed? Du bist Karossierbauer, ne? Ich habe sehr viel gehört von dir. Bitte schön, einmal Cola. Dankeschön. Das ist Bestechung. Auf Deutsch. Okay. Und einmal T-Shirt. Aber Anzi, sonst nichts aber. Jetzt sofort? Jetzt sofort. Das freut mich. Ja, ich bin heute leider ein bisschen später gekommen. Oh, der hat es ausgebaut. Habe ich was kaputt gemacht? Hat er was gesagt? Nee, hat er nicht. Okay, der muss mir jetzt erklären, was ich da falsch gemacht habe. OG Flash. Oh. Kamera? Respekt. Sag, warte, seit wann bist du hier? 9 Uhr. 7 Uhr sollten alle hier sein. Wer war denn 7 Uhr hier? Keiner. Ich war 6 Uhr wach, ne? Ja. Hab alle angerufen. Keiner ist dran gegangen. Nee, dann bin ich auch nicht dran. War ziemlich angerufen. Ich hatte deine Nummer nicht. Ja, tausch mal später aus. Aber keine perversen Sachen schicken, ne? Nein, so sind wir nicht. Einfach doch Spaß, ganz gerne. So, erzähl, was hast du jetzt gemacht? Also, ich habe angefangen, ne, trocken zu schleifen mit Fionta, ne, die Grundierungsche und dann schon mal matt schleifen, ne, alles. Sehr schön geworden, ne? Wie wollen wir heute lackieren schon? Schaffen wir. Alles läuft gerade nach Plan. Super. Wie ist diese Arbeit? Gut. Gut. Das liebe ich, wenn Leute andere Leute nicht schlecht machen und irgendwas finden. Das liebe ich. Sie hat sich das angeschaut und hat nichts gesagt. Moment, wie alt? How much? 28. Ich bin 20. Also der versteht alles nicht, aber wenn ich sage, ich bin 20, lacht der. OG, was kann ich machen? Heute ein bisschen Nassstreifen. Okay, das kann ich gut. Also mach's schon. Alles, was diese Bewegung hat, kann ich. Kannst du. Jemals. Guten Tag, der Herr. Wie geht's? Alles okay? Bei dir? Geht, danke. Das ist Technikabteilung. Freund von uns, da ist noch nicht gekommen. Ich hab ganz Hannover kennengelernt. Wie machst du das? Kleber. Ja, du hast schon hier alles abgeholt, sehe ich schon alle. Nein, er ist Flash Gordon. Du bist Speedy. Rakete. Das kann was werden. Kommst du? Flash Gordon. Soll ich hier auch schleifen gleich? Das mache ich am besten. Ja, also du hast kein Vertrauen. Okay. Guckst du? Gut. Oder hast du noch ein bisschen? Soll ich noch? Muss erstmal trocken haben. Da können wir das angucken. Ja, können wir. Okay. Am Auge sieht das gut aus. Kannst du gut tun. Ja.
Perfekt. Gut? Ja. Echt? Echt. So, was kann ich jetzt machen? Ich habe am Anfang gesagt, ich mach das und du machst das hier alles. Ach, ich sollte das machen und nicht das? Genau. Warum sagst du, ich bin doch so halbschwierig hier dran? So, Mann. Okay, jetzt mach ich das, fertig. Genau. Okay, mach ich. Aber gut, dass du mir das gesagt hast, dass ich nur das Schwarze schleifen soll und nicht das. Genau. Ich habe schon eine Frage. Machst du das bei dir in der Werkstatt auch so, wenn du das zusammenfickst, dass du das da liegen lässt, oder? Flash Gordon. Ich tue ehrlich, es ist ab 18 wird das Video. Was hast du denn gestern gesagt? Dass ich das kurz schnell wecken wollte. Ah! Die seht zu, Alice. Ja, mach hin. Rebien, Spachtel, Schleife. Wann hast du das Auto gekauft? Zwei Monate. Ne? Wie das bei deinem ersten Video aussah, als du den abgeholt hast. Aber keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ein bisschen Fantasie. Guckt euch mal von hinten jetzt den an. Als ich den abgeholt habe, wie das hier aussah. Ne? Ja, jetzt echt, ey, wo du das jetzt gerade sagst, sind mir die Bilder wieder aus den Augen gekommen. Er hat echt sehr gute Arbeit geleistet. Ne? Aber bist du glücklich eigentlich? Also ich bin immer glücklich. Wir reden immer. Aber was soll ich denn meinen jetzt? Was ja, wie fühlst du dich gerade? Weil du hast den gekauft, du weißt, wie der aussah. Also momentan habe ich überhaupt keine Gefühle, weil du weißt, wie unser Tag aussieht. Wir sind morgens hier bis abends und danach Videoschalten. Ich habe überhaupt keine freie Minute, darüber nachzudenken, aber ich glaube... Ja, emotional zu sein. Genau. Und wenn er jetzt fertig wird, das Ganze, und wenn ich im Urlaub bin, werde ich, glaube ich, ja, dann realisieren, was wir hier gemacht haben. Also ich finde momentan Hammer. Also wie der Wagen vorher aussah, der war Schrott. Ohne jetzt Auspuffanlage, dann hätte man, glaube ich, wenn ich nicht da wäre, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, dann wäre im Schrott gelandet, das Auto. In die Presse. Ja, und das wäre so schade. Also wir haben einfach den gerettet und wenn ich jetzt so sehe, wie er jetzt aussieht und dann vielleicht später aussehen wird, das ist Hammer. Und das liebe ich ja auch. Immer dieses Vorher-Nachher-Effekt. Wo du es jetzt gerade echt erwähnt hast, habe ich dann gedacht, jo Alter, wie sah der vor 2 Monaten da aus? Also, das ist krass. Man spürt das schon, ne? Nee, auch die Felgen. Das ist schon geil. AMG-Paket ist sehr schön. AMG-Paket haben wir nicht. Ja, das ist diese. Die Sachen fallen mir jetzt gerade überhaupt nicht ein. Ja. Klappt Mohammed? Ja. Hm? Sehr interessant. Bin mal gespannt, wenn er fertig ist. Du hast ja auch nur so Leute, die alles drauf haben. Ne? Ja, Allrounder. Braucht man auch besser. Ja, auf jeden Fall. Wieder, ne? Ja, ich will nicht so respektlos rüberkommen, deswegen. Aber was mehr wichtig ist, sowas zum Beispiel. Wenn Stuhlstange kommt, wird nicht weggeschmissen. Nein, sowas. Morgen mit zaubert Sachen. Ja. Da, wo wir sagen, nee, lass neu. Nein, sagt, da kriege ich sowas hin. Bietet die auch an, ne? Ja, also wenn, auf jeden kommt, Fall. Ich habe eine kaputte Stoßstange. Ja. Nicht wegschmeißen, kommt mit der Stoßstange hier hin. Ja. Wir gucken uns das an. Hat der Spaß. In welcher Innenstadt bist du geflohen, Mann? Oh, die ist super. Also wenn wir fertig sind, du kriegst bestimmt den einen oder anderen Fernsehauftritt. Community soll mal kommentieren, ob Urs wirklich einen YouTube-Kanal aufmachen soll. Bro, safe. Das. Den musst du nur aufnehmen den ganzen Tag, wie er ist. Ganzer Tag so, mit Kamera, mit das, mit dies. Ich bin mit Kamera geboren. Da siehst du, dass sehr viele Karosseriebauer, die machen verschiedene Technik. Passieren, ja? Von hier bis hier. Bis hierhin war Riss. Voilà. So. Gut? Ja. So. Jetzt guckt er sich der richtig an. Sei ehrlich, Moment. 100% oder 80%? Nein, 100%. Stark. Ja? Ist gut geworden, ja? Jetzt hast du den einmal geklebt. Ja. Wir sehen alle. Loch. Und das ist so extra Kleber? Für Plastik. Für Plastik. Ah, cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist auch so eine neue Technik, die kenne ich nicht. Wie sind die Kompelstangen geworden? Gut. Du merkst einen Unterschied, wirklich. Ja? Die waren auch leicht ausgeschlagen. Na, die waren tot.
Aber hast du saubere Arbeit gemacht? Hab vom Meister gelernt. Bester Mann. Mach mal, ne? Sieht schon hammer aus, ja. Dritter Tag heute. Und einen Tag konnten wir nicht arbeiten. Also das war der erste Tag, wo wir nichts gemacht haben. Ja. Nur abgebaut. Mehr nicht. Aber wir müssen langsam los, ne? Darf ich einmal mit dem AMG fahren? Aber hallo. Okay. Mehrmals mit dem AMG fahren. Ja. Ja, wie geht's? Ich geht's gut. Was machst du? Was schreibe ich? Das ist Wahnsinn, ne? Geil. Echt. Meinst du, ich habe ja mit Rostwandler und so gearbeitet jetzt. Ja. Meinst du, der wird wieder schnell rosten, weil ich hatte hier Rostansatz gehabt? Ne, das dauert schon ein paar Jahre. Das dauert ein paar Jahre. Also so, wie fahren wir jetzt wohin? Ach, wo soll? Wo soll? Wir wollen da ran. Genau. Ja. Aber mit dem AMG. Mit dem AMG. So, links oder rechts? Rechts auf dem Schnellweg. Boah, Alter, der gibt ja auch Gas an, du. Hier steht S+. Ja. Also, das ist jetzt ein E63 AMG. Genau. Mit wie viel PS? 580 circa. 580, wurde hier was gemacht? Ja, wurde gemacht. 525 original? Genau. Das ist ja der 5,5 Liter Biturbo. 5,5 Liter Biturbo. Ja. Genau. Sieht so brutal an. Die Außenanlage ist original, ne? Also da ist auf jeden Fall einer zu Hause. Ich beschleunige gar nicht, der will nur nach vorne, ne? Ja. Ich lasse Gaspedal einfach nur so. Wollen wir mal ganz kurz. Ah, können wir hier schon. Ah, ne, oh, gut, dass jemand was sagt hier. Ja. Radar. Das ist das. Ich wollte gerade beschleunigen. Ja, was kann ich denn drücken? Jetzt? Also, das sagt er mir jetzt. Ja, der wartet. Also, ich kenne mich ja nicht aus. Also ich tucker hier mit 70 rum hier. Vollgas. Oh, der ist geil, ja. Das war ja nur ganz kurz. Ja, hab ich gemerkt. Autobahn. Ja, du hast so ein schönes Auto. Ja, warum krieg ich den SLK? Du kannst auch gerne den nehmen. Ich habe jetzt einen SLK gegeben, weil du mit SLK gekommen bist. Nein, ich bin super glücklich mit dem SLK. Ist echt schön. Also langsam ist der SLK auch nicht, ne? Nein. Den du von uns bekommen hast. Auf jeden Fall nicht. Wie viel PS hat der SLK? 163 soll der haben. Wie viel hat der? 580. Ein kleiner Unterschied. Ganz klar. Ganz klar. Was ist das? Ihr seid anders gewohnt, ne? Ja, weil du zeigst uns gerade viel zu wenig von deiner Fahrerfahrung. Jetzt würde jeder denken, Alter, der Fuzzi steigt jetzt ein und fährt hier 200. Also bin ich aber nicht. Natürlich liebe ich, wenn ein Auto richtig viel PS hat und wenn er sich so richtig schön beschleunigt, das liebe ich. Ja. Aber ich bin überhaupt kein Schnellfahrer. Ja, genau. Hier ist Nutze. Die Fegstoßstange hat der. Von Wisch? Von Wisch. Ja, das stimmt. Das hat der. Ey, das ist wirklich die Stoßstange. Oh mein Gott, wie eklig das aussieht. Und hinter uns ist ein Porsche. Ob uns der Porsche überholen möchte und der will überholen. Wohin mit dem Porsche? Wohin? Das war mal so 2,50, glaube ich. Ne? Aber der Porsche war auch gut. Ja, der war gut. Der aber überholen hat er nicht geschafft. Also ich schätze mal, der Porsche hat so 500 PS locker. Jetzt jag ihn hinterher. Ach Quatsch. Doch. Oh, das ist GT3. Mach doch. Den schaust du nicht hinterher. Ich sag, warum ist der so brutal hinter uns? Oder ist ein Porsche 911 GTR 3. Aber trotzdem. Wir waren aber gut. Wir waren gut. Wahnsinn. Er konnte mich auch von links her nicht holen. Ja, hat er nicht geschafft.
die auf 250, Mann. Das geht echt ruckzuck. Ruckzuck, und weißt du, was für ein Gefühl du hast? Du fährst 120. Ja. Jetzt ist aber Mercedes drin. Jetzt spürst du es, wie der Ziel. Schalt mal da einmal runter jetzt. Ja, das ist es. Noch ein. Weißt du? Ja. Und noch ein. Das ist geil. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Familienkutsche, es ist ein Kombi. Was kostet der? Sehr geiles Auto, dankeschön. Gerne. Aber weißt du, was mich so bei so einem Auto jetzt echt so beeindruckt hat? Dass wir jetzt, guck mal, wir fahren jetzt ganz chillig 70 auf der Landstraße. Du hast null ein Gefühl, dass das ein Monster ist, was du gerade fährst. Also du bist auch gerade auf Sportplus. Wir können den mal jetzt auf 10 nehmen. So, jetzt ist komplett. Jetzt schaltet er auch ganz anders. Ja, jetzt hast du einen kompletten normalen 320 Diesel. Jetzt hat er auch Start-Stopp. Aber lass lieber S machen, ja, das hat mir schon gut gefallen. S plus. Beim Schalten. Hey, damit kannst du doch gar nicht nochmal fahren. So. Ja. Du bist der? Jakob. Wo sind wir denn hier? Wir sind bei der wunderschönen Firma Prosol Lacke und Farben. Der Spezialist für Lacke, Farben und alles, was irgendwie mit bunten Sachen zu tun hat. Also ich kenne das ja von uns dort. Du gehst hin, mischst die Farben, ja, aber das hier alles kenne ich nicht. Nee. Ist das normal bei euch? Das ist das Schöne am Prosol. Wir haben ja drei Standbeine. Einmal den Autolack- und Industrielackbereich, einmal den kompletten Malerbereich und einmal den kompletten Schreinerbereich. Wir haben wirklich alles, was mit dem Thema zu tun hat. Egal, was es mit Farben oder Beschichtung zu tun hat, wir sind die richtigen Ansprechpartner dafür, deutschlandweit vertreten. So, ich muss mich erstmal bedanken. Ich habe gehört, ihr hilft uns. Natürlich. Ja, das ist Hammer. Also, ist ja nicht selbstverständlich, ne? Ja, auch für gute Kunden tun wir doch alles. Da, wo wir helfen können, helfen wir gerne. Das ist ja das andere Schöne am Prosol. Wir sind ja noch ein Familienbetrieb. Wo wir mittlerweile die Größe in Deutschland sind, sind wir immer noch ein Familienbetrieb. Also, mit uns kann man doch ganz normal reden. Da gibt es keine 30 Wasserköpfe, die erst alle überzeugt werden müssen. Die Farbe kennst du schon? Nee, hat noch keiner was gesagt. Wie ist das denn hier? Wenn einer jetzt kommt, hat die Farbnummer. Er kommt vorbei, sagt, was er gerne hätte, gibt uns die Farbnummer, wir machen da einen Auftrag draus, geben es an unsere Mischer rüber. Die Kunden können in der Regel dann immer gerne Kaffee trinken, dauert ja in der Regel so 5 bis 10 Minuten. Dann ist die Farbe fertig, wird kurz kontrolliert, der Kunde kriegt die Ware, ist glücklich und macht sich weiter an die Arbeit. Was mich auch interessieren würde, macht ihr auch Spraydosen? Ja, natürlich. Das macht ihr auch, das heißt, wenn einer jetzt kommt, hat einen kleinen Kratzer, das kann sich ja noch ein paar Sachen holen hier. Genau. Zum Schleifen und so. Und dann macht ihr eine Spraydose. Alles komplett. Also wir sind eigentlich ein Großhandel, aber wir machen auch sehr viel wie der Einzelhandel quasi. Wir versuchen, jeden glücklich zu machen. Spraydose, ob es ein bisschen Spraydosengrundierung ist, alles gar kein Problem. Wir haben sogar Spachtel in diesen kleinen 250 Milligramm Dosen. Also bei uns wird bisher jeder glücklich. Können wir dabei sein, wenn ihr die Farben macht? Ja klar, ich mische die euch. Jakob, hast du dich eigentlich vorgestellt? Ja klar. Ich bin Jakob Kleib, ich bin hier der Außendienstmitarbeiter bei Prosol für den Bereich Auto- und Industrielack. Ich kümmere mich darum, dass Hannover mit Lacken beliefert wird. Ja, ich sehe schon, aber nur nicht Lacken, ne? Nee. Ihr habt hier alles. Wir haben wirklich alles. Wenn du dein Haus baust, wir haben die Farbe da. Wenn du deinen Küchentisch umlackieren willst, wir haben die Farbe da. Wenn du neuen Laminat brauchst oder sonst was, wir haben die Farbe da. Wir haben wirklich alles da. Wir haben auch ein eigenes Werk in Memmingen, das Relius Farbenwerk. Darüber produzieren wir die Farbe selber. Und ja, damit sind wir ein starker Partner für alle. Das ist die hübsche Auslackmischbank. Das sind jetzt alle eure eigenen Farben. Genau. Das heißt ja auch Dina. Deiner Code. Deiner Code. Genau, aha. So viele Farben brauchst du auch in der Mischbank, um wirklich jeden Autolackton genau lackieren zu können. Das wirst du gleich sehen, da kommt teilweise nur Tröpfchen von allen rein. Das ist der Wahnsinn eigentlich heute. Genau, 1,5 Liter mischen wir. Kriegen wir so einen Bottich. Alles auf die Waage. Wird natürlich alles Milligramm genau gemacht. Sonst passt die Farbe nicht. Soll ja aussehen wie frisch vom Hersteller. Welche Farbe da oben reinkommt, tut noch nichts zur Sache. Am Ende vermische ich das sowieso alles. Damals eine Ausbildung als Fahrzeuglackierer gemacht und mein Meister dann darauf. Achso, du bist selber Lackierer. Ich bin selber Lackierer, sogar Lackiermeister. Ah.
Ich habe mich umorientiert. Und dann bin ich bei Prosol gelandet. Ich meine, auch als Lackiermeister hast du ja trotzdem immer denselben Alltag in der Werkstatt. Kunden kommen, du nimmst sie an, Fahrzeuge werden alle auf dieselbe Art und Weise irgendwo im Großen und Ganzen repariert. Klar sind es immer andere Schäden, aber jeder Schaden wiederholt sich die Woche. Irgendwann wird es auch, also für mich wurde es irgendwann eine ziemliche Routine, die mich gelangweilt hat. Und so im Außendienst, jeden Tag mit neuen Menschen, immer wieder ganz neue Aufgaben. Jeder hat andere Probleme, die zu lösen sind. Hat mir schon um einiges besser gefallen, da vergeht der Tag um einiges schneller. Ich meine, die Probleme, die du jetzt zum Beispiel hast, hat ein anderer noch nie gehabt. Dafür hat er ganz, ganz andere Probleme und überall musst du ein bisschen überlegen, wie kriegst du das am besten hin, dass alle am Ende glücklich sind. Also uns kriegt er immer glücklich. Und das macht mich glücklich. So, das nehme ich mal. Das ist einmal für dich, dann holen wir noch den Rest einmal ab. So, wir haben jetzt alles. Mahlzeit. Hallo. Wir haben jetzt alles da. Brauchen wir noch was? Eigentlich nicht. Wir haben alles da. Also können wir jetzt loslegen mit Lackieren? Ja, mittlerweile ja. Auch spät. Ja, ich heute bin mal gespannt, ob hier OS unser Flash, OG Flash, schon fertig ist. Ich denke mal schon. Danke, dass ihr da wart auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Wir haben zu danken auf jeden Fall und bitte mal reinschauen, wie es geworden ist. Das mache ich auf jeden Fall. Würde ich mich freuen. Sag Bescheid, wenn es online ist. Mach ich. Wünsche dir noch was. Jakob, wir sehen uns. Ja, wir sehen bis dann. Jakob. Ciao. Wir sind endlich hier drinne. Ey, 2 Monate. So langsam kommen wir zum Ende. Hammer. Also guck mal, was für eine Arbeit die gemacht haben. Unser Flash ist der Hammer. Moritz hat auch super schnell Arbeit gemacht. Wie du gesagt hast, eigentlich, der Moritz ist der Hammer. Ja. Du machst nur geile Autos und was für eine Arbeit. Also, du musst ja gute Arbeit machen, sonst würden solche Autos nicht zu dir kommen. Wir geben uns Mühe. Ja, das finde ich auch schön. So teuer, ne? Weil du jetzt nur solche geilen nein, Autos machst. Nein, Quatsch. Nein. Wie hast du die Leute hier erschreckt? Nein, auf keinen Fall. Ich muss leider meine Sonne ja, wieder hast in immer noch, hat immer noch die Entzündung. Starkes Ding. Gerade, jetzt ganz ehrlich, ich würde so rumfahren, ne? Ich würde selber so rumfahren. Wieder drauf, ich würde so rumfahren. Einfach ein paar Sticker Kfz-Fuzzi. Aber dir gefällt diese Masche nicht, aber irgendwie... Hat er was? Guck mal, soll ich dir was sagen? So ein Matt. Ja. Schleifmatt. Aber wenn du diese schwarz-matte als Folie machst. Nein. Ja. Das sieht sehr hässlich aus. Ich meine jetzt so wieder gerade so. Ja, so sieht der gut aus. Ja, hier hat er auch schon fertig genommen mit. Auch schön. Stoßstange ist. Ach, Motorhaube ist fertig. Hat man noch ein paar Sachen gefunden. Heute ja, mach ich. Ich werde die Halle heute wieder fegen. Meine Aufgabe. Flash. Ja. Yeah. Was gibt es? Also die Teile mach ich noch, ne? Ja. Und dann fangen wir gleich an abzukleben. Also Auto ist ready komplett? Auto ist ready, ja. Zum Lackieren? Genau. Jetzt sind nur noch die Kleinigkeiten noch. Die bereite ich mal vor jetzt. Ja. Ne? Und dann gehen wir zum Auto weiter. Hammer. Kann ich dir was antun? Gerade nicht. Okay. Die Schussstange ist gut, ist schon vorbereitet. Boah, geil, ey, alles weg. Ja. Du hast noch ein bisschen gespachtelt, habe ich gesehen, ne? Genau. Die Löcher ist noch fein gespachtelt. Ja. Das war eine Wasserstreifen. Aber der wird nicht gefüllt, ne? Nee, wird nicht gefüllt. Also die hintere Schussstange werden wir auch nicht füllen, das heißt einfach spachteln und dann. Doch, die hintere Schussstange füllen wir schon. Ja, ein bisschen? Ja, ein bisschen muss. Ich bin Freitag hier hingekommen, Freitag haben wir gar nichts gemacht. Nur die Sachen ausgebaut. Samstag war er ein paar Stunden nur hier, hat krasse Arbeit gemacht. Dafür war der Sonntag den ganzen Tag hier, hat alles gemacht. Das war Wahnsinn. Und heute, wir haben Nachmittag und das Auto ist lackierfertig. Der chillt schon hier. Sauber machen, lackieren. Wahnsinn, was für eine Arbeit die machen hier. Ehrlich. Aber ich merke schon, du willst viel mehr. Nach Ja oder Nein kommt noch ein Wort. Ja, du willst sein, ne? Ehrlich, ey. Du bist auch nicht einer, der einen Kaffee in der Hand hat, rauchen tust du nicht. Nee. Du bist echt nonstop am Arbeiten. Ich muss dich ja noch überreden fürs Trinken. Ja, am Arbeiten. So einer bist du. Ja. Hammer. Finde ich geil. Ne? Pause, aber sonst arbeiten. Wo machst du Pause? Manchmal schon. Ich habe noch kein Mal gesehen, dass du Pause gemacht hast. Ja. Ach Quatsch.
Typ ist eine Maschine, wie der arbeitet. Wenn das Pause ist, dann weiß ich nicht, was andere machen. Urlaub oder was? Normalerweise, wie lange braucht man, um so ein Auto zu machen? Vernünftig brauche ich nicht sagen, weil es ist ja vernünftig, ganz. Aber wie lange braucht ihr für so ein Auto normalerweise? Also wenn nebenbei keine Aufträge sind, 1 bis 2 Wochen. Ein bis zwei Wochen, genau. Ne? So auseinanderbauen. Komplett auseinanderbauen. Das ist Wahnsinn. Wir haben das in 3 Tagen. Also Samstag, und Sonntag, Montag. Genau. Heute wird er lackiert. Wahnsinn. Ich bin hier, ne? Ich bin neben dir. Jetzt stalk ich den ganze Zeit. Angst habe, dass ich was verpasse. Ehrlich. Also ich muss noch ein bisschen schleifen. Jetzt noch ein bisschen Feinspaß und dann ist fertig. Ja. So, das Ding habe ich jetzt auch eingebaut. So Leute, jetzt fängt es an. Wir werden lackieren. Nein! Du hast ja schon angefangen. Ja. Warum sagst du nichts? Ich habe mich nur ganz kurz verabschiedet. Flash. Ehrlich, bleib. Das ganze Team hat da reingehauen. Ehrlich, jeder Einzelne. Also ist jetzt so ein bisschen, ja, könnte schon die ein oder Träne fließen jetzt hier, wenn ich noch weiter gucke.